Auto. Deine Show. Nee, und dann habe ich mir den angeguckt, habe gedacht, okay, das stimmt alles, sieht schön aus. Vielleicht als Erstwagen ein bisschen viel Leistung mit Serien 180 PS, aber ja. Hallo und herzlich willkommen auf der Essen Motorshow zu einer weiteren Folge Dream Builds, dein Auto, deine Show. Mein Name ist Lukas, ich bin von It's Tuning Not Racing und ich darf euch heute zu einer ganz besonderen Episode Dream Builds begrüßen, denn wir sind hier mitten auf der Essen Motorshow zwischen den drei Fahrzeugen, die heute eingeladen wurden, denn wir haben jeden Tag hier drei andere Fahrzeuge stehen, die sich im Detail vorstellen dürfen, einen eigenen Carporn kriegen und insgesamt haben sich 1500 Leute beworben und die besten 30 Projekte haben es geschafft und wurden ausgewählt. Und jetzt haben wir einen ganz, ganz besonderen Polo vom lieben Emil, der wirklich auf ein straßenlegales Track-Tool umgebaut wurde. Was hier alles drinsteckt, sieht man auf dem ersten Blick nicht. Ein Blick unter die Motorhaube und in den Innenraum lohnt sich aber definitiv. Ich würde sagen, ihr genießt den Carporn und dann auch gleich die Episode mit dem Emil. Komm zu uns. Grüß dich. Ja, hi. Danke für die Einladung. Ja, kein Thema. Du hast ein sehr, sehr geiles Auto mitgebracht. Dankeschön. Und zwar ein Polo GTI. Aber erzähl mal ein bisschen. Wer bist du und was hast du uns hier genau mitgebracht? Ja, ich bin Emil. Ich bin jetzt 20 geworden. Ich habe den Wagen vor 2 Jahren gekauft. Komplett Serie. Sollte mein Erstwagen bleiben. Hat sich dann anders entwickelt. Du bist 20 und hast den so umgebaut? Ja. Leute, warum habe ich das nicht gemacht? Also ganz ehrlich, das ist schon ziemlich große Kunst, das innerhalb von 2 Jahren so umzubauen. Woher kannst du das? Machst du das beruflich? Ich bin in der Ausbildung als Elektroniker für Betriebstechnik. Also im Endeffekt habe ich gar nichts mit Autos zu tun. Ja, learning by doing. Ja, und dann bastelt man sich einfach so ein richtig geiles Track-Tool zurecht, oder was? So ungefähr. Okay, super, hör mal. Also, das Niveau hätte ich auch gerne mit 20 gehabt. Das als erstes Auto, oh, sei ehrlich, ich habe es bei allen gefragt, bei allen ist es so, auch beim Genesis. Die wurden zu Spottpreisen gekauft und sind jetzt richtig geil geworden. Sei ehrlich, für wie viel hast du den gekauft? Also, ich hatte damals das Angebot auf eBay Kleinanzeigen für 10.000 gesehen und habe ihn schlussendlich für 9.1 abgeholt. Für 9.1? So, und was hast du jetzt noch alles reingesteckt an Arbeit und an Teilen? Also laut Excel-Liste zu Hause, alleine Teilewert irgendwas um die 10.000 bis 11.000. Arbeitszeit will ich gar nicht drüber nachdenken. Willst du gar nicht drüber nachdenken? Also, ist auch besser so. Aber ich würde sagen, hier hat sich so saumäßig viel geändert. Es heißt Essen Motorshow. Dann bitte zeig mal, was unter dieser Haube drunter steckt, weil das ist schon sehr, sehr geil gemacht. So, man sieht als erstes eine wunderschöne Domstrebe von der lieben Firma Vichas. Merkt euch das gut, vielleicht seht ihr die öfter demnächst im Projekt, aber ich will noch nicht zu viel verraten. Grundsätzlich, was ist das für ein Motor und was hast du genau alles umgebaut? Weil das ist ja nicht mehr der Standardmotor, ganz genau gesagt. Also an sich ist es der Block, der Kopf ist alles Standard, also von der Stange. Also von der Stange in dem sprechen 800 Stück. Gemacht ist Ansaugbrücke, Zündkerzen, Zündspulen, der Ansaugschlauch,
Sonst Abgasstrang von Turbo bis hinten zum Endschalldämpfer, alles Friedrich Motorsport. Wow, Friedrich Motorsport auch. Sehr interessant, was du alles verbaut hast. Hm. Als ob das Absicht wäre, hör mal. Wie viel Leistung hat der denn inzwischen? Der müsste irgendwo zwischen 200 und 250 PS liegen. Wow, krasse Sache. Das muss man erstmal schaffen. Und bei welchem Gewicht inzwischen? Weil der ist ja leergeräumt wie sonst was, wenn man rumgeht. Also ich hatte ihn damals gewogen für den TÜV, nachdem die Rücksitzbank rauskam und die vorderen Sitze ersetzt worden sind. Da sind wir so bei 1062 Kilo gewesen. 1062 Kilo und 250 PS, das Ding geht ab. So, Friedrich Motorsport kann man ja auch eben erwähnen. Jetzt nicht in deinem Fall, aber sind Partner von unserem Projekt. Und die haben dieses Jahr 3 Abgasanlagen an die Community mit einem Wert von über 6000 Euro verschenkt an ausgewählte Projekte. Also mega, mega geil. Wir sind froh, die als Partner zu haben. Warum hast du dich für Friedrich Motorsport entschieden? Also der Vorbesitzer hat angefangen mit der Downpipe und dem 200-Zellen-Cut. Und dann habe ich mir gedacht, warum nicht das System weiterführen mit dem Endschalldämpfer. Und du bist mega zufrieden? Bisher mega. Also weder durch Rostung noch sonst irgendwas. Also die hält und verspricht auch alles. Mega. Das heißt, Sound hat der jetzt auch richtig wahrscheinlich. Also wir haben im Stand, wenn wir Vollgas geben, so um die 109 bis 112 Dezibel. Wow. Okay, das muss man erstmal schaffen. Jetzt eine Frage. Du hast gerade gesagt, es ist dein erstes Auto gewesen. Warum hast du dich für ein Polo GTI entschieden? Das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ich wollte auch erst in die japanische Richtung mit dem 350Z Nissan. Dann ist das doch wieder so abgeschweift, weil die Ersatzteile wohl sehr teuer sind. Dann ging das über Golf 5, Golf 6. Die waren dann aber auch zu gehäuft. Und dann ging das weiter in Richtung, ja, was brauche ich eigentlich? Also eigentlich japanische Richtung und dann hast du dich dafür entschieden. Genau, und dann hatte ich einfach mal auf eBay Golf 5 eingegeben und dann war lustigerweise ein Golf 5 Lenkrad verbaut, deswegen ist der auch aufgetaucht. Ich habe mich gerade schon gefragt, Moment, habe ich das jetzt völlig falsch verstanden? Nee, und dann habe ich mir den angeguckt, habe gedacht, okay, das stimmt alles, sieht schön aus. Vielleicht als Erstwagen ein bisschen viel Leistung mit Serien, 180 PS, aber... Ja. Ja, und dann hast du halt gedacht, ja, 180 PS und am ersten Fahren reichen dann auch nicht und hast ihn bis auf 250 PS hochgezogen. Ja, das war dann eigentlich 100 PS. Das war so Mama-Grenze. Dann ging das hoch auf 150 PS, weil der Serien, also der normale GTI hat ja 150. Ja, der hatte dann 180 und der Vorbesitzer hat mich dann so dazu gedrängt und hat gesagt, der hat doch ein bisschen mehr noch. Ah, okay. Also, liebe Mutti, du siehst, dein Sohn steht immer noch heile hier. Weil wir heißen ja auch It's Tuning Not Racing und da kann man ja auch ganz klar sagen, du bist jetzt 20, mega in der Gefährdungsgruppe. Warum fährst du keine illegalen Straßenrennen? Weil ich mich lieber auf Plätze stelle, auf Parkplätze und sonst irgendwo mich einfach mit Leuten treffe, mich unterhalte, weil wie man an den anderen Autos sieht, jeder macht es anders oder hat was anderes. Man tauscht sich aus, wer macht was, wo, wie, was mache ich. Es gibt ja auch eine große Community, der Motor wurde ja verbaut in dem Audi, in einem Seat, da gibt es eine große Community, da kann man sich auch austauschen und ich denke mal, das ist so die Sparte, in die ich mich bewegen möchte. Das heißt, für dich geht es vor allem um Lifestyle, Gruppengefühl, etc. Genau. Also, richtig geil gelungen. Ich würde sagen, schmeiß die Bude mal zu, weil der Blick in den Innenraum später lohnt sich auch, aber bevor wir in den Innenraum gehen, kommen wir hier vorbei an TEC, Tech, wie auch immer, gibt es ja verschiedene Aussprechweisen. Ich fahre selber auch eine GT 7 Speed. Was ist das für eine? Das ist jetzt die GT 8 von Tech Wheels. Die hat jetzt Semi-Slicks drauf. Das ist eine 8,5er Felge mit 2,25er Reifen. 18 Zoll. Ja, ich würde sagen, steht dem Auto ganz gut. Ich würde sagen, 19 oder 20 wäre dann doch schon ein bisschen zu übertrieben und geht auch ein bisschen von dem Rennsportcharakter wieder weg, auch technisch gesehen. 19 Zoll einfach ganz anders zu fahren als jetzt eine 18 Zöller. Ja, also bei den Fängen ist es wirklich so, wenn ich die Spurplatten nicht drauf hätte, würden die am Dämpfer in der Mitte schleifen. Wow, was hast du für Spurplatten drauf? Bis jetzt sind 5 mm Platten drauf, aber von der Lauffläche könnte ich vorne noch einen Zentimeter rauskommen. Wow, okay, also da wäre schon viel, viel, viel möglich. Aber ich muss sagen, trotzdem, Fitment stimmt einfach ganz gut. Was hat sich denn vorne geändert? Hast du da an der Stoßstange noch was nachträglich verändert? Optisch am Auto ist... Außen nur die Felgen, Tieferlegung und der Diffusor hinten verändert. Sonst ist der Wagen so, wie er damals ausgeliefert worden ist. Richtig geil.
Dann gehen wir weiter. Natürlich GTI-Optik am Schweller sieht man auch. Das ist aber Serie, richtig? Wie gesagt, nur der Diffusor ist nachgerüstet. Sonst Felgen, Fahrwerk auch nachgerüstet. Sonst ist der so, wie er damals vom Band kam. Das heißt, so ein bisschen Sleeper ist schon dabei, weil man sieht es nicht auf dem ersten Blick. Das schön in Carbon foliert? Ja, ist Folie, weil Carbon ist nun mal nicht das günstigste Material. Das wissen wir spätestens seit der Episode vom Fabi, der seinen Hyundai Genesis vorgestellt hat. Leute, ganz, ganz ehrlich, das Ding hat über 10.000 Euro, 12.000 Euro Carbon inzwischen verbaut. Also komplett crazy. Ja, genau. Nee, das war einfach, das Laminieren hätte mich um die 300 Euro gekostet. Und das macht die Folie auch wieder gut. Ja, das glaube ich gerne. So, jetzt schmeiß mal die Bude auf, die Tür, und gewähr uns einen Blick nach drin, weil was da abgeht, ist absolut crazy. Ich glaube, pass auf, wir machen es so, wir gehen noch mal ein bisschen nach hinten und lassen die Kamera mal richtig reingucken und helfen mal eben, weil, ganz ehrlich, guckt euch mal diesen Innenraum hier an, liebe Leute. Die Türen komplett leergeräumt, innen drin keine einzige Schallschutzmatte mehr, da ist ja komplett alles leergeräumt. Ja, der ist komplett leer. Also im Endeffekt ist nur noch wegen dem Schiebedach der Himmel drin und das Armaturenbrett. Sonst ist alles raus. Wow, das ist ziemlich, ziemlich geil. Wie hast du es geschafft hier? Die Türen, natürlich ein wahrscheinlich kompliziertes Thema, weil da in den Türen natürlich ein bisschen Elektronik schon drin ist, richtig? Ja, das Problem war wirklich nur bei der Spiegelverstellung. Da war das Kabel vielleicht so 5 bis 10 cm zu kurz. Einfach ein paar andere Leitungen aus dem alten PC angelötet und dann... Gut, als Elektriker kann man das natürlich gut. Wenn man da doch mal reinguckt, sieht man auch, richtig geil, voller Käfig von Pleie. Genau, den habe ich lustigerweise, aber der ist extra für das Auto angefertigt, weil die nur die Auswahlmöglichkeit für den 4-5-Türer haben, nicht für den 3-4-Türer. Ja. Und die Auswahlmöglichkeit ist begrenzt zwischen mit oder ohne Innenausstattung. Und ich habe ja durch den Himmel eine Mischausstattung. Oh mein Gott, das heißt, du brauchst wirklich alles an Sonderwünschen, so ein bisschen. Genau. Ich würde sagen, wir gehen mal nach hinten, weil dann sieht man das gleich auch noch mal ein bisschen besser. Diffusor hast du unbedingt gesagt. Diffusor hast du geändert. Richtig, richtig geile Optik. Erzähl mal ein bisschen. Genau, also was ist das? Der SRS-Tech, Heckdiffusor. Das ist... Soweit ich gucken konnte, der einzige Hersteller, der für den Wagen mit der Heckstoßstange überhaupt ja, Diffusoren baut. Jetzt sind wir gerade über eins ganz mal weggegangen, fällt mir gerade auf. Die Kamera kann noch einmal mitkommen. Du hast ja Recaro-Sitze und Schrotgurte drin. Also unbedingt mal, also das ist ja auch richtig geil. Da ist ja wirklich alles Rennsport. Ist mir gerade aufgefallen, dass ich hier stehe. Ja, wir hatten damals das Problem beim TÜV. Ich hatte dann mich besprochen mit dem, bevor ich das überhaupt mache, bevor ich da Unmengen an Geld ausgebe. Und er sagte mir so, also beim Durchblättern der ABE für die Sitze, Sie dürfen gar keine Seriengurte fahren, Sie müssen sich noch welche dazu kaufen. Und so ist das eigentlich entstanden, dass ich überhaupt, also vielleicht jetzt schon noch, aber davor auch schon die Schrotgurte drin habe. Ja, das ist aber eine, also den Muss-Umbau finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Viele wünschen sich ja eben die Schrotgurte etc. direkt legal zu fahren, wenn du sie einbauen musst. Ich glaube, es gibt Schlimmeres. Jetzt hast du gerade schon alles vorbereitet, dass du die Kofferraumklappe aufmachen kannst. Ich würde sagen, mach sie mal auf und gewähr uns einen Blick rein, weil das zeigt einfach erstmal, was du da wirklich gemacht hast. Der Käfig ist komplett drinnen in Rot. Richtig, richtig geil. Und da sieht man auch erstmal, wie leer das Ding geräumt ist, weil da ist ja wirklich gar nichts mehr drin. Nein, also genau, wir haben hier jetzt noch an den Seiten die Verkleidungsteile, die zu dem Himmel hochgehen, damit der nicht frei oben drin hängt. Sonst ist wirklich alles raus, außer das Netz, was die Sachen so ein bisschen in der Verstaukiste, nenne ich es immer. Verstaukiste. Aber Rennsportoptik hat das auf jeden Fall. Gibt es ja jetzt inzwischen auch... Für die ganzen C-Säulen, Streben gibt es das ja auch, dass man Netze da dran macht. Du hast es einfach zum Verstauen genutzt, also richtig geil. Und was uns am meisten gefällt, das kennt ihr. Stellt euch mal direkt hier in die Mitte und guckt einfach mal durch, liebe Leute, weil das ist richtig geil. Denn ihr kennt diesen Anblick schon von einem anderen sehr, sehr geilen Auto.
Und zwar von dem lieben Michael Will. Dieser Michael Will hat nämlich seinen Ford Escort umgebaut. Ein richtig, richtig geiles Auto. Dieser Ford Escort stand auch bei uns auf der IAA, wurde da live vorgestellt, auch so wie hier, Dreambuilds Live. Und da war der Anblick ein sehr ähnlicher. Aber ich sag ganz ehrlich, das war ein handwerkliches Niveau, das ist fast unerreichbar. Check die Episode auf jeden Fall ab, denn der Michael zeigt einfach, was da geht und wie es geht. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, bei so Projekten, jetzt vor allem bei Dreambuilds Live, ich übersehe schnell was. Haben wir irgendwas vergessen bei dem Auto? Also so viel vergessen kann man da ja nicht, ist nicht mehr viel da. Ja. Das ist der Vorteil, danke, dass du für uns arbeitest, super. Nee, wir haben vorne noch eine Schaltwegsverkürzung verbaut von Forge. Und vorne unter der Klimabedienteil ist noch eine Platte verbaut für den Winter, um die Batterie abzuschließen oder abzuklemmen. Den Shifter kann man aber mal eben zeigen. Liebe Kamera, kommt mal mit, Leute, weil das ist auch mal was. Eben komplett vergessen. Ich wusste, dass ich irgendwas übersehen habe. Ganz ehrlich, geiler Shifter. So ein Shifter im Polo sieht man auch nicht alle Tage. Du sagtest eben, die Community ist groß. Wird das häufiger umgesetzt mit den Shiftern? Noch ist es Serienshifter. Also der ist nur die Schaltwegsverkürzung auf dem Getriebe ist von Forge. Ist noch der Serienschaltknauf. Da soll aber später irgendwann einer von CAE reinkommen. Nice. Das heißt, eventuell auch dann nochmal funktionell irgendwas ändern Richtung sequenzielles Getriebe etc. oder eher nicht so? Also ich habe mal geguckt, es gibt ein paar sequenzielle Getriebe, die liegen aber in einem Preisbereich, wo wir anfangen können zu träumen. Heißt Preisbereich, heißt was genau in dem Fall? Also wir mussten jetzt das Getriebe für den TÜV neu machen, weil das komplett undicht war. Da habe ich mit allen Verschleißteilen, abgesehen von der Kupplung, knapp 1000 Euro bezahlt. Und wir sind bei einem sequenziellen Getriebe mit Einbau, weil da bin ich raus, sind wir so bei 6000. Also, wenn jemand 6.000 Euro für den lieben Emil und seinen unglaublich geilen Polo GTI übrig hat, dann sehr gerne melden. Emil, danke, dass du hier bist. Danke, dass du hier dieses Auto präsentierst und mitgebracht hast. Sehr gerne, danke schön für die Einladung. Ja, gar kein Thema. Für uns heißt es ja Community-Projekt, wenn ihr sagt, boah, geiler Polo, aber ich möchte mal andere Track-Tools sehen. Was ich euch definitiv empfehlen kann, sind zwei Episoden. Track Tool mal ganz anders im japanischen Stil, fällt mir sofort der 1200-1400 R35 GTR ein von Cabana Dynamics. Unbedingt abchecken, sehr geile Episode geworden. Oder einfach mal der Sascha mit seinem M3E36 und der hat das auch richtig geil umgebaut. Da ist Optik richtig geil, aber auch Funktionalität. Guckt ihr mal gerne ab. Über weitere 100 Videos könnt ihr auf unserem YouTube-Channel finden. Also drückt gerne mal abonnieren und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Dreambuilds, dein Auto, deine Show.